Hallo, heute sind wir beim Kunde Moser in Aidrang im Allgäu. Man sieht relativ viel Grünland. Beim Moser haben wir einen Crusher eingebaut und jetzt zeige ich euch warum. Der Kunde hat eine Biogasanlage mit 200 kW. Fährt die ausschließlich mit Ladewagengras, Landschaftspflegewagengras und Grassilage. Wenn man jetzt hier im Silo eine Handvoll rausnimmt, sieht man, das Material ist sehr, sehr lang. Vor dem Einbau unseres Crushers hat er das Material gar nicht befahren können. Da hat man immer noch einen externen Schredder holen müssen für mit hohen Kosten. Und das Problem haben wir, hat immer CCM zukaufen müssen, dass man das Material überhaupt durch die Anlage gebracht hat. Hinter mir sieht man die Biogasanlage. Hier ist ein kleiner Fermenter dran, da ein Feststoffeintrag und dann noch ein kleiner Nachgärer. Dahinter gibt es noch ein kleines Endlager. Wie gesagt, 200 kW, 100% Grünland und Grasvergasung. Jetzt sind wir zwischen Fermenter und Nachgärer. Hier ist ein bisschen eng, aber da haben wir eine volle Konto umgesetzt. Da steht unser Grasser. Dahinter steht noch Wangenpumpe. Da haben wir hier noch einen externen Warmbetauscher reingesetzt. Und nach oben geht es wieder zurück in die Gülle. Der Grasser läuft jetzt seit einem halben Jahr beim Kunde. Er fährt nur noch 100% Gras. Und das ist sehr, sehr langes Gras. Ohne Zusatz von irgendwelchen Mais, CCM, gar nichts. Er fährt nur 100% Gras und es funktioniert. 200 kW laufen durch. Rühren ist absolut kein Problem. Endlager, Schwimmschicht, da gibt es nicht. Gras ist gut, alles gut.